Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, ab zum Zimmer und ab die Uhr abschrauben. Ich weiß zwar immer noch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, was uns das bringt. Aber schauen wir mal. Ja, so geht es. Batterien. Ich Batterien. habe sie. 2,5 Volt Batterien. Warte mal. Nein, das bringt nichts. Nein, das mache ich nicht. Batterien. Ich muss mal eben kurz gucken. Die Wache brauchen wir nicht. So. Schlüsselbrett. Ein paar Streichhölzer, etwas Papier und einen Haufen nasse Blätter. Mehr braucht es nicht für eine Ablenkung. Wir müssen nach draußen. Blätter, Blätter, da. Wunderbar. Ich habe das zerknüllte Zeitungspapier in die Mitte zu den nicht so nassen Blättern gesteckt. Und einmal bitte anzünden. Das Zeitungspapier brennt. Die Blätter in der Nähe kugeln vor sich hin. Richtig brennen werden sie wohl nicht, dazu sind sie zu feucht. Na, kommt Mary. Nee, wir müssen ihm Bescheid sagen. Mary, da draußen raucht es. Ich hoffe, uns brennt nicht das Hotel überm Kopf ab. Vermaledeit! Oh! Solange Mary draußen das Feuer löscht, kann ich Angelinas Schlüssel unbemerkt mitnehmen. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 13. Hoffentlich finde ich in Angelinas Zimmer Hinweise auf ihren Verbleib. Das hoffe ich auch. Nein, warte, aber nein, 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 nein. Diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte. Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Ah, jetzt habe ich den Dingens nicht genommen. Ach, scheiße. Okay, ich muss das nochmal machen. Normalerweise habe ich ja jetzt eigentlich das, was ich wollte, aber. Ich habe vergessen, diese Schnapsflasche zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen, ob Ja, wir da so geht es. sonst noch mal drankommen. Batterien nehme ich auf jeden Fall noch mal mit. Ich hab sie. Ich spule das jetzt natürlich etwas vor. Ich habe das zerknüllte Zeitungspapier. Das weiß ich doch. Das Zeitungspapier brennt. Die Blätter in der Nähe. Okay. Mary Bescheid sagen, dass es brennt. Vermaledeit. Voilà. Solange Mary draußen das Feuer. So, das haben wir auch. Das hätten wir. Das hat doch super geklappt. Oh,
diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte... Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Ganz schlimm, die Jugend. Oh, kleines Zimmer. Wie er da so reinguckt. Tja, nichts Besonderes. Ein typisches Hotelbadezimmer, wie man es überall auf der Welt finden kann. Gucken wir uns mal den Schrank an. Mal sehen. Einige Kleiderhaken, eine Kleiderstange, einige Schubfächer. Alles leer und blitzblank. Eine dicke, schwere und sehr altmodische Überdecke. An den Rändern sind überall Wollfäden befestigt. Hm? Da ist was drunter. Die Decke stecke ich nicht ein, aber so einen Wollfaden kann ich als Andenken mitnehmen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas weiterhilft. Das Bett sieht altmodisch, aber nicht unbequem aus. Die Vorstellung, sich ein paar Stunden hinzulegen, ist verlockend. Ich bin seit über 24 Stunden auf den Beinen. Aber bis ich Angelina gefunden habe, werde ich mir keine Pause gönnen. Das Bett steht etwas schief, als wäre es verschoben worden. Vielleicht wurde etwas darunter versteckt. Okay. Los, Darren. Na, sowas. Unter dem Bett wurde der Teppich aufgerissen. Und da scheint eine Art Metallabdeckung zu sein. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Aber erstmal das Glas hier. Ein dickwandiges, aber relativ flaches Glas. Normalerweise trinkt man Hochprozentiges aus solchen Gläsern. Ein dickwandiges, aber relativ... Hier liegen einige Bögen Schreibpapier. Ob Angelina sich Notizen zu ihren Ermittlungen gemacht hat? Das Papier sieht völlig unbenutzt aus. Da werde ich nichts finden. Interessant. Mehrere aufgeschnittene Zitronen. Und in einer steckt ein Holzspan. Die Zitronen hat sie nicht gegessen, so viel steht fest. Zitronen und ein Holzspan. Also, irgendwoher kenne ich das. Ich weiß es nicht, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Oh, sie hat unser Bild aufgehangen. Was ist das? Eins der Bilder, die ich von Angelina gemacht habe. Das muss ein Hinweis für mich sein. Tatsächlich. Auf der Rückseite des Bildes befinden sich einige weiße Zettel. Gucken wir noch hier in dem Schränkchen nach. Ein Schränkchen. Sieht nach einer Antiquität aus. Und darin steht... Aha, ein Schlafmittel. Ob das Angelinas ist? Vielleicht hatte sie Albträume von dieser ganzen Geschichte. In was habe ich sie da bloß hineingezogen? Kann man immer gebrauchen. Ein ganz normaler Röhrenfernseher, wie ihn jeder zu Hause hat. Soll ich mich vor den Fernseher setzen und warten, bis ich eine geisterhafte Botschaft von Angelina im Rauschen sehe? Lieber nicht. So. Seltsam. Es sind zwei Bögen Schreibpapier, zweimal gefaltet. Aber es steht nichts drauf. Entweder es ist eine Geheimbotschaft, geschrieben mit unsichtbarer Tinte... Oder die leeren Zettel an sich sollen ein Hinweis sein. In dem Fall wüsste ich aber nicht, worauf. Unsichtbare Tinte. Hier, Zitronen. Die hat mit Zitrone geschrieben. Mit Zitronensaft. Kann man doch schreiben. Ein dickwandiges, aber relativ flach. Ich weiß nur gar nicht, wie man das... Ich glaube, mit Feuer. Mal sehen. Da! Eine schwarze Schrift wird sichtbar. Ja, natürlich.
natürlich. Ein ganz alter Trick. Angelina muss Zitronensäure zum Schreiben benutzt haben. Die Hitze lässt die durchsichtige Säure schwarz werden. Au! Ah, verdammt! Das Streichholz ist abgebrannt und bisher ist nur eine kleine Ecke des Textes sichtbar geworden. Das müssen wir nochmal aufschieben. Da ist das Ding. Eine Art runder Metalldeckel. Er war unter dem Teppich verborgen. Eine runde Metallplatte, etwa 50 cm im Durchmesser. Vielleicht aus Kupfer? Ich kann nicht sagen, wie dick sie ist, aber sie macht einen massiven und schweren Eindruck. Kriegen jetzt irgendwelche Halluzinationen davon? Nee, schade. Auf der Platte gibt es 5 Ringe. Sie lassen sich drehen. Auf jedem Ring sind einige Tiersymbole eingraviert. Und in der Mitte der Abdeckung gibt es einen Griff. Versucht das jetzt, echt? Sie sitzt bombenfest. Keine Chance. Ich muss vermutlich die richtige Kombination einstellen. Aber die weiß ich nicht und es gibt zigtausend Möglichkeiten. Dann haben wir jetzt erstmal... ein dickwandiges, aber... Der Teppich wurde an 2 Stellen aufgeschnitten und dann aufgeklappt. Er scheint nicht mit dem Boden verklebt gewesen zu sein. Ich kann nicht sagen, wann das passiert ist. Könnte ein paar Stunden alt sein, aber auch ein paar Monate. Ob es etwas mit Angelinas Verschwinden zu tun hat? Auch wenn ich nochmal hineinsehe, der Schrank ist völlig leer. Ja, warum wird mir das denn dann angezeigt? Das ist ja dann total blöd. Ein weiß lackierter Rippenheizkörper. Die Heizung ist lauwarm. Ich sehe nichts, was von Belang sein könnte. Im Badezimmer werde ich wohl nichts Interessantes finden. Der Raum ist sehr klein und es sieht nicht aus, als hätte Angelina mir eine Nachricht hinterlassen. Eine Menge guter Bücher. Aber ich weiß nicht, wie sie mir bei der Suche nach Angelina helfen sollen. Eine Menge guter Bücher. Ich auch. Solange nicht. Ich Angelina nicht gefunden. Macht er kein Nickerchen, das ist mir schon klar. So, was machen wir denn jetzt? Schacht öffnen und Abdeckung. Jetzt ziehen wir so hier hinter dem. Einige Geheimschriften lassen sich durch Wärme sichtbar machen, ja. Aber... lieber nicht. In der Streichholzpackung sind nur noch 2 Streichhölzer. Und mit denen könnte ich nie und nimmer die ganze Nachricht sichtbar machen. Ich brauche etwas, das länger brennt. Eine kleine, gleichmäßige Flamme. Ansonsten zünde ich noch aus Versehen das Papier an. Ja, dann kann ich jetzt erstmal nicht helfen. Momentan wüsste ich nichts, was ich Mary fragen könnte. Bevor ich diesen Plastikmüll aus... mit den anderen Postkarten kann ich nichts anfangen. Okay, haben wir nichts. Man sieht kaum, dass es im Haufen gebrannt hat. Nur einige Blätter im Inneren sind verkohlt. Von der Zeitung ist nur noch nasse Asche übrig geblieben. Ich sollte erst einmal hier im Hotel nach Hinweisen auf Angelinas Verbleib suchen. Völlig ohne Plan ins Dorf zu marschieren, erscheint mir keine gute Idee. Ja, das ist ja sehr lustig, aber was soll ich denn jetzt hier noch suchen? Er will ja nirgendwo hingehen.
Ein dickwandiges, aber... Er macht nichts, wenn ich das Glas halt... Oh. Okay. Das Glas ist halb gefüllt. Ah, Murray. Das Glas ist jetzt halb voll mit Alkohol. Oder das halb Glas leer. Ist jetzt halb voll. Wir machen eine Kerze. Ausgezeichnet. Der Wollfaden saugt den Alkohol auf und dient als Docht. Damit habe ich sowas wie die älteste künstliche Lichtquelle der Welt neu erfunden. Genau. Hervorragend. Mein kleines Feuer brennt. Das funktionierte auch schon vor 10.000 Jahren. Aber was fange ich nun damit an? Tada! So, mal sehen. Ah, endlich. Das ist Angelinas Nachricht. Sonntag, 16 Uhr. Ich weiß nicht, was das Besondere an Willow Creek sein soll. Alles wirkt verlassen, arm und einsam. Hoffentlich muss ich Darren nicht enttäuschen. Er hat mir so geholfen. Und nun hoffe ich wirklich sehr, dass ich auch ihm helfen kann. Sonntag, 21 Uhr. Murray, der Portier, ist ein verflixtes Schlitzohr. Er hat mir für jede kleine Information Geld aus der Tasche gezogen. Das mache ich nicht nochmal mit. Morgen gehe ich zur Bibliothek. Ein Stadtmuseum soll es auch geben. Vielleicht finde ich da etwas über Darrens Schloss. Montag, 11 Uhr. Black Mirror wurde im 14. Jahrhundert von den Brüdern Marcus und Mordred Gordon erbaut. Die Brüder zerstritten sich und führten sogar Krieg gegeneinander. Bis heute leben Nachfahren dieser Gordon-Linie auf Black Mirror Castle. Doch sie werden bald aussterben. Der letzte junge Gordon starb vor 12 Jahren durch Freitod. Montag, 14 Uhr. Ich habe etwas über dieses Baumsymbol, das Darren auf Reginald Boris' Ring entdeckt hat, herausgefunden. Das Symbol wird in der Chronik der Familie Gordon erwähnt. Auch in der Bibliothek bin ich darüber gestolpert. Das Symbol steht für einen Geheimbund, eine Art Sekte, die irgendwelche dunklen Mächte beschwören will und dafür über Leichen geht. Was, wenn Boris einer von denen ist? Montag, 16 Uhr. Im Pub habe ich erfahren, dass die Leute im Dorf glauben, über dem Schloss Black Mirror und den Gordons läge ein Fluch. Vielleicht ändere ich das Thema meiner Diplomarbeit. Ich würde viel lieber über verfluchte Schlösser schreiben. Der gute Professor Hubbard wird von der Idee nicht gerade begeistert sein. Montag, 21 Uhr. Er ist hier. Reginald Boris ist hier in Willow Creek. Ich habe ihn eben gesehen, wie er ums Hotel geschlichen ist. Was mache ich nur? Ist er wegen mir hier? Ausgerechnet jetzt, wo ich den Gang untersuchen will. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Aber ich werde eine Versicherung abschicken. Oh Mann. Reginald Boris. Angelina hat Nachforschungen angestellt und Boris hat sie dabei erwischt. Jetzt hält er sie gefangen und will er mich herlocken? In Maine wollte er mit mir auf eine Reise gehen. Geht es hier um mich? Was immer der Grund für all das hier ist. Angelina hat damit nichts zu tun. Sie ist in Gefahr geraten, weil sie mir helfen wollte. Es ist meine Schuld, wenn ihr etwas zustößt. Ich sollte ins Dorf und mich da umhören. Angelina war dort. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wer zu diesem Orden gehört, vor dem mich Angelina gewarnt hat. Okay, vieles wissen wir, ja. Muss man das nicht ausmachen? Ob ich sie auspusten sollte? Nein, lieber nicht. Sie brennt hier sicher vor sich hin und die Streichhölzer sind fast alle. Vielleicht brauche ich noch einmal Feuer. Ja gut, vieles wussten wir ja, aber das mit dem mit diesem Geheimbund, das ist mir recht neu. Dann gehen wir mal nach Willow Creek. Ha, das kennt man ja schon. Was meinen Sie?
Eine junge, hübsche Dame trägt einige Bücher durch die Gegend und verliert sie vor den Füßen des Helden. Nun, ich bin Bibliothekarin hier. Es hat also seine Richtigkeit, dass ich hier Bücher durch die Gegend trage. Jung? Hübsch? Ja, das lasse ich gelten. Aber wieso glauben Sie, Sie seien ein Held? Sie sind Bibliothekarin? Dann können Sie mir doch bestimmt Wissenswertes über diesen Ort erzählen, Miss... Valley, Sie sind Amerikaner? Darren Michaels. Hört man es so deutlich? Oh ja. Lassen Sie mich überlegen. Ihr Akzent ist nicht rotig. Das heißt, Sie sprechen das Phonem R nicht am Ende einer Silbe oder vor anderen Konsonanten. Und Sie sprechen das A sehr breit. Das ist der berühmte Bostoner Akzent. Erstaunlich. Ich komme wirklich aus Boston. Ich habe mein halbes Leben in Büchern verbracht. Da bleibt so einiges hängen. Dann können Sie einem Yankee bestimmt etwas über Willow Creek erzählen. Was wollen Sie wissen? Ach, viel. Ich wohne im Gordon's Palace Hotel. Ja? Lassen Sie sich vom alten Murray übers Ohr hauen? Das Gebäude soll ja eine fürchterliche Vergangenheit haben. Allerdings. Es scheint, als hätten alle männlichen Gordons nicht alle Tassen im Schrank. Der Fluch der Gordons. Bitte sagen Sie mir, dass Sie nicht an diesen Blödsinn glauben. Früher habe ich es nicht. Bei euch Engländern schert man sich zu sehr um Geistergeschichten. Wo geht's denn jetzt hin? Das ist der obligatorische Dorfpub. War nie ein toller Laden. Aber seit der alte Besitzer fort ist, geht es steil bergab. Ach nö, echt? Der neue Besitzer ist Tom. Der Kerl da im Chili-Stand. Der Jahrmarkt ist noch ein paar Tage hier. Und ich würde nicht darauf wetten, dass er nochmal zurückkommt. Was gibt es Wissenswertes über Willow Creek zu berichten? Nicht viel. Vor gut 1000 Jahren muss es die erste Siedlung gegeben haben. Es gibt Fundstücke aus dieser Zeit. Einen Steinkreis im Wald, wie ich gehört habe. Ja, den gibt es. Richtig los ging es hier aber erst im 13. Jahrhundert. Damals wurde ein Kloster hier in der Nähe gebaut. Außerdem eine Kirche und die ersten Teile des Schlosses. Und in jüngerer Zeit? Sie sprechen von den Morden. Das ist jetzt 12 Jahre her. Lassen Sie uns nicht davon sprechen. Ach so, jetzt geht's wieder ein Stück und dann erfährt man noch was. Ist ein bisschen verändert, oder? Da hinten am Rathaus ist mein kleines Reich. Die Bibliothek. Vielleicht, weil hier sonst so wenig los ist, gibt es hier in der Gegend etliche Leute, die viel und gerne lesen. Oh, leider häufig die falschen Dinge. Trivialliteratur und billigster Schund sind angesagt. Das Schloss in der Nähe ist das berühmte Black Mirror Castle? So ist es. Die Bewohner haben das Schicksal dieser Gegend über hunderte von Jahren beeinflusst. Mal positiv, mal negativ. Wie meinen Sie das? Die ganze Gegend hier gehört den Gordons. Früher wurde im Schloss entschieden, was im Dorf zu passieren hat und was nicht. Und wer lebt heute im Schloss? Lady Victoria Gordon, die letzte der Gordons. Ihr alter Butler Bates und die Witwe ihres verstorbenen Bruders, Lady Eleanor. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Bedienstete. Eleanor lebt dort? Aber Bates ist noch am Leben. Wie geil ist das denn? Der gute alte Bates. Das ist das Museum. Wenn Sie mehr über Willow Creek wissen wollen, sind Sie da gut aufgehoben. Zumindest im vorderen Teil. Was ist im hinteren? Der neu eröffnete Sensationsteil. Billige Effekthascherei. Gruseln und Aufgeilen am Leid anderer. Was ist mit dem Sensationsteil? Was passt Ihnen daran nicht? Es geht nicht um Aufklärung, nicht um Wissen. Es geht um die Zurschaustellung von Blut und Qualen. Ich fürchte, das interessiert die Leute. Weil sie gaffen wollen. Das sind dieselben Leute, die bei einem Unfall lieber fotografieren, als zu helfen. Sie scheren sich nicht um die Schicksale, die hinter dem Spektakel stecken. Können Sie mit dem Symbol eines Baumes, dessen Wurzeln in die Äste übergreifen, etwas anfangen? Wo? Woher kennen Sie das? Sie wissen was darüber? Sie sollten das schleunigst wieder vergessen.
Ich bin in Maine darüber gestolpert und würde nun gerne wissen... Maine? Sie kommen... Sie sagten doch Boston. Ich habe noch etwas zu erledigen. Einen schönen Tag noch. Gar nicht auffällig. Miss Valley, hören Sie! Gar nicht auffällig. Weg ist sie. Was sollte das denn? Okay, Darren. Irgendwie ein Vorschlag, wo wir als erstes hingehen sollten? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Die Uhr am Turm hat gewaltige Ausmaße. Dafür ist sie stehen geblieben, wie es scheint. Das müsste das Rathaus sein. Eine Kirche gibt es hier im Ort nicht, aber ich habe eine auf dem Weg hierher gesehen. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Die Häuser dort sehen genauso heruntergekommen aus wie der Rest des Ortes. Und keine 100 Meter weiter ist das Dorf auch schon wieder zu Ende. Ich glaube kaum, dass sich dort noch eine malerische Gasse, ein pittoresker Kanal oder ein gemütlicher Hinterhof verbirgt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Wollen wir denn zum Jahrmarkt? Nee, Pub, Bäckerei? Das scheint eine Bäckerei zu sein. Oder gewesen zu sein. Schwer zu sagen, ob das Gebäude noch genutzt wird. Es muss vor Jahren hergerichtet worden sein. Aber heute sieht es eher ungepflegt und verlassen aus. Dann gehen wir als erstes mal in den Pub. Der geschlossen hat. Wie nett. Es ist kaum noch zu erkennen, was mal auf dem Schild stand. Es muss vor Wochen geschrieben worden sein. Seitdem haben Wind und Wetter ihr Übriges getan. In Anbetracht der Esskultur in diesem Land und dem Aussehen des Pubs mache ich mir nicht die Mühe, das kulinarische Angebot zu entziffern. Das Gebäude sieht aus, als hätte man es vor Jahren renoviert, dann aber völlig verkommen lassen. Überall an den Wänden ist Schmutz und Staub. Ein Wasserschlauch würde Wunder wirken. Der Pub sieht alles andere als ansprechend aus. Als normaler Tourist würde ich nie auf die Idee kommen, in den Pub zu gehen, um etwas zu trinken, geschweige denn zu essen. Der Pub hat noch dicht. Ich muss später wiederkommen. Handtücher? Einige Handtücher, die zum Trocknen hinausgehängt wurden. Die Räume über dem Pub werden traditionell vom Wirt und seiner Familie bewohnt. Das kann der alles sehen. Selbst von hier unten lassen sich noch Flecken auf den Handtüchern ausmachen. Aber ich brauche sowieso keins. Das muss die Bank von Willow Creek sein. Der war gut. Das muss die Bank. Warte, Fass. Ein umgestürztes Holzfass. Reine Show für die Touristen, schätze ich. Selbst hier wird Bier wohl kaum noch in Holzfässern geliefert. Leer. Genau wie dieser Ort hier. Ja gut, Darren, was hast du denn erwartet, ne? Gasflaschen. Eine rote und eine blaue. Vermutlich, um den Grill zu betreiben. Darauf wetten würde ich aber nicht. Machen wir nur den Chili-Stand. Willy's Texas Chili. Da kommt man sich ja direkt heimisch vor. Ein Chili-Stand. Etwas schäbig. Und es sieht nicht so aus, als wäre viel los. Es scheint ein paar Sorten Chili zu geben. Allerdings sehe ich nur einen Topf. Ein Chili-Stand. Etwas schäbig. Dann reden wir mal mit Tom. Tom, kommt mir noch bekannt vor. Guten Tag. Was wollen Sie? Normal oder extra? Was? Normales Chili oder extra scharfes Chili? Eigentlich wollte ich überhaupt kein Chili. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Fürs Herumstehen wird niemand bezahlt. All die anderen Leute werden sich schon etwas gedulden können. Nicht auf den Mund gefallen, gefällt mir. Was willst du? Was können Sie mir über Willow Creek erzählen? Keine Ahnung. Bin hier geboren und werde hier sterben, schätze ich. Aha. Klingt nicht so, als wäre hier viel los. Ist es auch nicht. Vor 10, 12 Jahren ging es hier kurze Zeit hoch her. Da konnte man Kohle mit den Touristen verdienen. Alle dachten, dass es aufwärts geht. Aber das war nicht so. Eine Menge Leute haben viel Geld verloren, weil sie investiert haben. Und dann nach und nach die Besucher wegblieben. Der alte Mary, mit seinem Hotel zum Beispiel. Der steht sogar noch halbwegs gut da. Hat überall seine Finger im Spiel und nimmt sich seinen Teil. Andere hat's schlimmer erwischt. Sind pleite gegangen.
Zwei, drei haben sich aufgehängt. Okay. Was können Sie mir zu Miss Valley sagen? Ist eine Verrückte, war mal in der Klapse und da gehört sie auch wieder rein, sage ich. Was ist mit ihr? Ist sich damit klargekommen, was mit ihrem Bruder passiert ist? Nun kommen Sie schon. Raus mit der Sprache. Vor 12 Jahren. Die Mordserie. Der Mord, der landesweit am meisten für Aufsehen sorgte, war der Mord am kleinen Vic Valley. Ein kleiner Junge, der von Samuel Gordon beim Steinkreis im Wald abgeschlachtet wurde. Und zwar auf unappetitliche Weise. Das ist ja furchtbar. Und Miss Valley ist die Schwester. Sie hat ihn am nächsten Tag entdeckt. Hat ihren ganz schönen Knacks verpasst. Hat aufgehört zu essen und hat mit niemandem mehr gesprochen. Als sie Rattengift geschluckt hatte, hat man sie eingewiesen. Mann, oh Mann. Und trotz allem ist sie zurückgekommen und lebt jetzt ausgerechnet in Willow Creek? Ja, tauchte nach ein paar Jahren wieder auf. Die Ärzte meinten wohl, es ginge ihr besser. Aber einmal Dachschaden, immer Dachschaden, sage ich. Was können Sie mir über das Museum sagen? Noch so eine tolle Idee aus dem Rathaus. Wer will den Schrott da drin schon sehen? Alles Scheiße. Wer sind Sie? Was geht dich das an? Mein Name ist Darren. Ich studiere englische Literatur und möchte etwas über Land und Leute erfahren. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es? Eine Kommilitonin von mir müsste neulich hier gewesen sein. Keine Ahnung. Sie wäre Ihnen aufgefallen. Groß, hübsch. Habe ich nicht gesehen. Und ich stelle mir fast den ganzen Tag die Beine in den Bauch. Mein Name ist Tom. Nicht gerade viel los hier, hä? Wem sagst du das? Menschenmengen von überall her. Jede Menge hungrige Kunden, haben sie gesagt. Dabei ist es jedes Jahr schlechter geworden. Ist Willow Creek nicht auch zu klein für einen Jahrmarkt? Das haben sich die ganzen extra Schlauen im Rathaus überlegt. Haben wohl gedacht, die Leute aus der ganzen Region kommen hierher. Früher funktionierte das ja auch. Da wollten sich alle das Mörderdorf mal ansehen. Aber heute Fehlanzeige, ein einziges Verlustgeschäft. Die Leute lassen sich mit ein paar Karussells und Buden eben nicht anlocken. Und wer muss die Zeche für diese großartige Idee zahlen? Ich! Gehört Ihnen der Pub? Woher wissen Sie das? Miss Valley meinte sowas. Mit der Tussi sollten Sie sich nicht einlassen. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Wann öffnet der Pub? Heute Abend, nachdem ich den Stand dicht gemacht habe. Die Arschlöcher im Rathaus zwingen mich, ihn mindestens von 11 bis 17 Uhr offen zu halten. Dabei habe ich noch so gut wie nichts verkauft. Ey, wenn's nach mir ginge, hätte ich das Ding hier schon längst in den Kanal geschoben. Oder dem Bürgermeister in den Arsch. Ich muss weiter. Ja. Und mindestens 2 Stände und die Schiffsschaukel haben schon dicht gemacht. Lohnt sich wohl einfach nicht. Ich glaube kaum, dass ich auf dem Jahrmarkt vorankomme. Die Schausteller werden nicht aus dem Ort sein und können mir wohl kaum weiterhelfen. Aber ich will Riesenrad fahren. Okay, dann gehen wir mal weiter, geradeaus Bibliothek. Da könnten wir mal eben hingehen. Sie ist da jetzt zwar nicht mal hin, also sie ist da jetzt gerade nicht hingegangen, aber die wird wahrscheinlich zu sein. Die Bibliothek. Miss Valleys Reich. Das Licht ist aus und die Tür ist verschlossen. Ich muss wohl später wiederkommen. Wann öffnet das denn hier alles, Ein großes Fass. Darin soll sich wohl das Regenwasser sammeln. Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Ich wusste gar nicht mehr, dass Vic überhaupt eine Schwester hat. Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Willow Creek Museum. Das Schild haben sich die Einwohner sicher was kosten lassen. Da geht's nun wieder zum Hotel, okay. Erst dieser vermeintlich günstige Flug und dann liegt der Flughafen am Arsch der Welt. Die Taxifahrt hierher war teurer, als wenn wir einen Privatjet gemietet hätten. Jetzt reg dich doch mal ab, Albert. Ach, und dann ist der Reiseführer von deiner Freundin auch noch total veraltet. Du warst doch froh, dass wir keinen kaufen mussten. Dass sich hier in ein paar Jahren so viel verändert, konnte ja keiner ahnen. Ja, lass mich einfach in Ruhe, okay? Wow,
sehr romantisch. Postkarten, Broschüren und Werbeprospekte aus Willow Creek. Hier ist ein Infoblatt von der Bibliothek. Schade, keine Öffnungszeiten. Und hier die Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Das scheint nicht nur ein Museum zu sein, sondern auch die Touristeninformation. Aber nichts wirklich Interessantes dabei. Ein kleines buntes Röhrchen. Sieht aus wie ein Seifenblasenspiel. Das ist meins! Huch? Ja, klar. Ich wollte nur mal schauen. Ich brauche das aber wahrscheinlich. Ein Wächter. Er sieht ein wenig einfältig aus. Lass mal mit dem quasseln. Hi. Oh, hallo. Mein Name ist Bobby. Oh, hallo Bobby. Ich bin Darren. Hi, Darren. Bist du hier die Aufsicht, Bobby? Ja, ich muss aufpassen, dass hier alles in Ordnung ist. Eine wichtige Aufgabe. Ja, Miss Paft aus dem Rathaus hat mir den Job gegeben, weil ich so groß und stark bin. Klar, mit dir würde sich niemand anlegen, oder? Nein, ich bin sehr glücklich, dass ich hier arbeiten darf. Tom sagt, ich bin zu dumm. Aber ich mache meine Arbeit gut, sagt Mrs. Paft. Tom vom Chili-Stand drüben? Das kann dir doch egal sein, was der sagt. Aber er ist mein Bruder. Er kümmert sich um mich. Und ich bin eine große Belastung, sagt er immer. Was tut Tom denn für dich, dass du angeblich so eine große Belastung bist? Er tut viel. Ich darf bei ihm wohnen und im Pub helfen. Bezahlt er dich dafür? Nein, Tom hat nicht viel Geld. Er sagt, ich koste zu viel, weil ich zu viel esse. Aber jetzt gebe ich ihm das Geld, das ich hier verdiene. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm. Er nimmt dein ganzes Geld dafür, dass du bei ihm wohnen darfst? Das finde ich nicht fair. Ist schon okay. Das ist besser, als wenn ich wieder Dinge tun muss. Was für Dinge? Früher musste ich ihm manchmal helfen bei bösen Sachen. Das mag ich nicht. Ich bin doch ein Wächter. Wächter dürfen nicht stehlen. Tom hat Dinge gestohlen und du musstest ihm dabei helfen? Oh! Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Schon in Ordnung, Bobby. Ich habe nichts gehört. Danke, Darren. Was kannst du mir zum Museum erzählen? Das ist voll süß. Ich finde es schön. Da hinten mag ich es aber nicht so. Da ist es gruselig. Kommen viele Leute hierher? Ja, manchmal 5 oder 6 am Tag. Wurde hier schon mal eingebrochen? Nein, ich pass auf. Auch nachts? Nein, da gibt es eine Alarmanlage. Ich geh dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Bis bald, Bobby. Der gute Bobby. Der gute alte Bobby. Ein Fass, wie sie hier überall im Dorf stehen. Vermutlich gab es hier früher eine blühende Fassindustrie. Immer dieses Gepoltere, ey, in den Ohren. Schlimm. Ein alter, gusseiserner Ofen. Ob der zur Ausstellung gehört? Ich wage das zu bezweifeln. Erinnert mich an den Kachelofen meiner Mom. Hat mich immer wohlgefühlt, wenn es draußen kalt war und das Holz im Ofen knisterte. Warum hier ein Globus steht, verstehe ich nicht. Ich wette, die meisten Leute haben hier noch nicht einmal das Nachbardorf gesehen, geschweige denn die ganze Welt. Ja, eine kaputte Vitrine. Natürlich nichts drin. Auf dem Schild steht, schwarze Kugel des Schicksals. Mhm. Alles klar. Man fand sie angeblich neben der Leiche von Samuel. Sonst gibt's hier nichts mehr. Und hier sehen Sie die weltberühmten Milchkannen aus Willow Creek. Eine Schatzkiste. Ich habe einen Schatz gefunden. Jetzt bin ich reich.
Das ist nur eine blöde, leere Kiste. Sieht aus wie eine Mischung aus römischem Streitwagen und Rasenmäher. Stimmt. Ich studiere Physik, nicht Landwirtschaft. Keine Ahnung, was das ist. Eddie hätte seine Freude an diesem Regal. Es gibt hier normale Teller, bemalte Teller, verzierte Teller und Gläser mit Erde? Mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht wissen. Ein Bild von einer Scheune im Nebel. Ich glaube, in diesem Nest hier scheint nie die Sonne. Ein altes Telefon, wie es zu Beginn dieses Jahrhunderts in Europa benutzt wurde. In Willow Creek wohl eher zum Ende hin. Er ist aber auch gemein, ne? Das gehört nicht zur Ausstellung, denke ich. Putzmittel, ein Wischmopp, Besen, Lappen, Seife, Glasreiniger. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Könnte... Putzmittel. Könnte noch hilfreich sein. Wer weiß. In der Vitrine liegt nur dieses große Buch. Was steht auf dem Schild? Familienchronik der Gordons. Das könnte interessant sein. Die Seite wird beherrscht vom Ordenszeichen. Ein wenig Text steht aber auch. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht. Unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Nicht sehr ergiebig. Ich weiß immer noch nicht, welche Ziele der Orden verfolgt. Aber es scheint ein einziges, großes Ziel zu geben. Es muss auf den Seiten vor dieser stehen. Irgendwie muss ich an die Chronik herankommen. Lass mich raten, wir müssen und sie klauen. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes, sie unsere, denn wenn darum, die mit bei kein Außen, seid wachsam. Gucken wir uns hier noch um und dann mache ich eh Schluss. Was steht hier? Die Totenglocke aus der Kirche von Wormhill. Vermutlich gibt's die Kirche nicht mehr, sonst würde die Glocke hier nicht stehen. Eine uralte Nähmaschine. Damit haben sie bestimmt die Vorhänge hier genäht und das Ding dann gleich stehen lassen. Der ist aber auch gemein. Na gut, Leute, ich muss jetzt schon einen Cut machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.